Ja, und warum die Villa Hügel eben kein Schloss ist und warum dieses geheimnisvolle, fantastische Gebäude den Titel trägt, auch größtes Einfamilienhaus Deutschlands, das werde ich euch in diesem Lesezeitvideo beantworten. Es geht um die größte Unternehmervilla Deutschlands, 8000 Quadratmeter groß, 269 Räume. Keine Unternehmerfamilie Deutschlands hat sich je ein größeres Haus gebaut. Und dieses Gebäude steht in Essen, in der Hauptstadt des Ruhrgebiets, und ist eine Ikone der Industriegeschichte und vor allen Dingen der Ruhrgebietsgeschichte. Dieses Gebäude, die Villa Hügel, feiert in diesem Jahr ein 150-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1873, im Januar, konnte die Unternehmerfamilie Krupp dort einziehen, und aus Anlass dieses Jubiläums finden derzeit, in diesem ganzen Jahr eigentlich, 2023, in der Villa Hügel ganz, ganz viele Veranstaltungen statt. Es gibt ein großes Sonderprogramm, und für mich ist es ein Anlass, auch mal mich mit diesem Gebäude und mit der dahinterstehenden Geschichte der Familie Krupp zu beschäftigen. Das ist auch ein persönliches Anliegen, weil ich mit diesem Haus, ich kann durchaus sagen, weit mehr als 30 Jahre verbunden bin. Und ich möchte euch ein paar Literaturtipps geben, wo ihr etwas über dieses Gebäude nachlesen könnt und auch über die industrielle Familie Krupp, die dort sehr, sehr lange auch gelebt hat. Bauherr der Villa Hügel war Alfred Krupp. Das konnte man schon im Vorspann sehen. Alfred Krupp, die große Gründerpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts, er übernahm in sehr jungen Jahren einen kleinen Betrieb von seinem Vater. Der Vater war sehr früh verstorben und er wurde schon sehr jung, in sehr jungen Jahren in die Verantwortung gezogen für dieses Unternehmen. Und er gestaltete aus diesem Sechs-Mann-Betrieb Europas größtes Industrieunternehmen. Später waren es mal in Essen in den Spitzenzeiten der Produktion 150.000 Beschäftigte, und zwar an einem Standort. Das muss man sich vorstellen. Und das Fabrikgelände in der Stadt Essen entwickelte sich zum größten Fabrikgelände der Welt. Später nur noch einmal übertroffen von Carnegie in Pittsburgh, USA. Die waren dann noch mal etwas größer, ne? Also, es entwickelte sich in Essen eine Stadt in der Stadt, wie man es so eigentlich noch niemals vorher gesehen hatte. Ein, kann man sagen, Weltwunder der Industrialisierung. Und die Familie Krupp, die lebte sehr, sehr lange auf dem Werksgelände in recht begrenzten Verhältnissen. Und der Alfred Krupp hatte vor allen Dingen nie Platz für die vielen repräsentativen Aufgaben, die auf ihn zukamen im Laufe der Zeit. Viel prominenter Besuch auf dem Werksgelände, viele ausländische Politiker auch besuchten Essen, gerade wegen dem Werk Krupp. Und auch der deutsche Kaiser kam mehrfach nach Essen und besuchte dort das Werk Krupp und auch die Familie Krupp. Und für diese großen repräsentativen Events wollte Alfred Krupp endlich mal ein vernünftiges Haus haben. Das stand für ihn eigentlich im Vordergrund. Er wollte natürlich auch ein neues Haus für seine Familie, und er sagte immer, für die kommenden Generationen auch einen bleibenden Wohnsitz. Und er sollte eben modern sein und zeitgemäß sein. Und so entstand letztendlich dieses
Gebäude. Definitiv ist dieses Gebäude kein Schloss. Und das hat auch einen Grund, einen ganz entscheidenden Grund. Der Alfred Krupp war ein stolzer bürgerlicher Unternehmer. Und das spielte halt im 19. Jahrhundert eine große Rolle. Im 19. Jahrhundert, gerade in Deutschland, gibt es einen heftigen politischen Konflikt zwischen Bürgertum und Aristokratie. Und Alfred Krupp grenzte sich wie viele andere bürgerliche Unternehmer auch von der Aristokratie ab. Und als er in den Adelsstand erhoben werden sollte wegen seiner Verdienste, gab er dem Kaiser die Antwort, Krupp allein genügt, wir sind durch Arbeit geadelt. Ne? Also er lehnte die Nobilitierung ab. Das war schon etwas ganz Spezielles und was ganz Besonderes. Und dieses Haus, was er sich dann neu baute, das sollte auf keinen Fall einen aristokratischen Eindruck machen. Da wollte er sich von abgrenzen. Er wollte ein großes Haus mit viel Platz, aber es sollte eben keinen Schlosscharakter haben. Und das konnte man oder kann man auch heute noch an manchen Details erkennen, auch wenn an dem Haus sehr viel verändert wurde. Es gab zur Zeit von Alfred Krupp zum Beispiel kein großes Eingangsportal für dieses Gebäude. Denn das war eigentlich etwas, was typisch ist für Schlösser oder adlige Landsitze. Und es sollte auch keine sehr auffällige oder pompöse Auffahrt geben zu diesem Haus. Denn solche Auffahrten hatten adlige Landsitze und das lehnte der Alfred Krupp eigentlich auch ab. Unter anderem wollte er auch keinen Stuck am Haus. Ihm wäre es am liebsten gewesen, wenn das Haus nur eine ganz glatte Fassade gehabt hätte, ohne jede Form von Verzierung und Gliederung. Das alles sind sehr untypische Attribute für ein herrschaftliches Haus damals. Und er hatte auch dann sehr viel Streit mit den Architekten. Er hat insgesamt 8 Architekten verbraucht in 2 Jahren Bauzeit. Aber diese 2 Jahre Bauzeit waren natürlich eine Rekordzeit. Das wären heute auch noch etwas ganz Besonderes, wenn so ein großes Projekt in 2 Jahren fertig würde. Würde man heute gar nicht mehr schaffen. Ne? Ja, und dieses Gebäude sollte eben nach den modernsten und zeitgemäßesten Aspekten auch gebaut werden. Das war der große Wunsch von Alfred Krupp. Und weil die Architekten der Zeit ihm keine passenden Vorschläge machen konnten, ihm das alles nicht gefiel, hat er dieses Gebäude selbst entworfen. Und die Architekten sollten eigentlich nur dafür sorgen, dass es dann hinterher auch stehen blieb, ne, und den baurechtlichen Anforderungen gerecht würde. Also das Schlimmste, was man Alfred Krupp hätte sagen können, wäre, das ist das Schloss der Familie Krupp. Also das wollte er überhaupt nicht hören. Für ihn war das immer unser Gut in Bredeney. Ursprünglich hatte das Gebäude auch gar keinen Namen, sondern er sprach immer nur von unserem Gut in Bredeney. Bredeney wurde dann später dann auch zu einem Stadtteil in Essen. Ja, und über diese Geschichte dieses ganz besonderen und wirklich einmaligen Gebäudes in Deutschland gibt es ein Buch, das darüber sehr viel Auskunft gibt. Und das ist dieses hier von Renate Köhne-Lindenlaub, die Villa Hügel, ein Unternehmerwohnsitz im Wandel der Zeit. Also wenn man sich für dieses Haus interessiert, hier ist es auch nochmal abgebildet, dann findet man hier ganz, ganz viele interessante Ausführungen. Und die Autorin Renate Köhne-Lindenlaub war auch sehr lange die Chefin vom Historischen Archivgrupp, also eine fachkundige Frau, eine fachkundige Person, die sich ganz besonders gut auch mit der Villa Hügel und der Geschichte des Unternehmens Krupp vor allen Dingen auch auskennt. Und das fließt alles in dieses Buch auch dann mit ein. Es gibt noch ein weiteres Buch, das ich persönlich ganz interessant finde und immer noch als grundlegend, wenn man sich mit der Geschichte dieses Hauses beschäftigen will. Und das ist ein sehr großer Band. Und zwar ist es dieser hier. Das ist von Tillmann Buddensieg. Er ist der Herausgeber dieses Bandes. Das Wohnhaus Krupp in Essen. Dieses Buch gibt es leider nicht mehr in einer neuen Auflage. Man kann es aber online durchaus noch bestellen. Ne? Und ich sage immer, jeder, der ausführlich etwas über dieses, ganz ausführlich, detailliert über die Baugeschichte der Villa Hügel, auch um die Innenausstattung, die spielt ja auch eine große Rolle, gerade die Innenausstattung der Villa hat sich im Laufe der Jahrzehnte sehr stark verändert.
Und über diese Veränderungen auch und über diese ganze Geschichte findet man hier ganz viele Infos. Dieses Buch ist in manchen Teilen historisch, würde ich heute sagen, überholt, in manchen Aussagen, die zu dem Haus getroffen werden. Das ist einfach auch der Zeit geschuldet. Also inzwischen weiß man auch einiges mehr zur Geschichte der Villa Hügel. Das ist damals natürlich noch in diesem Buch nicht eingegangen. Aber es ist ein Grundlagenwerk zu diesem Gebäude. Und man sieht schon, mit welchem Aufwand das gemacht wurde. Es ist also auch ein sehr schön gemachter Bildband, kann man sagen. Sehr viele schöne Fotografien aus der Baugeschichte der Villa Hügel und auch zur Familie Krupp findet man auch in diesem Buch. Also diese beiden Bücher würde ich besonders empfehlen. Würde ich jetzt besonders empfehlen. Also das von der Renate Köhne-Lindenlaub und dieses hier von Tilman Buddensieg. Wer jetzt nun auch etwas über die Krupp-Werke erfahren will, und das ist sicher naheliegend, dass man sich auch mit dem Unternehmen Krupp beschäftigt, da gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Es ist nämlich so, dass das Unternehmen Krupp das Unternehmen ist, zu dem am meisten historisch geforscht wird im Bereich der Unternehmensgeschichte. Man kann fast sagen, alle 2 Jahre erscheint was ganz Neues auf dem Markt, das sich mit der Geschichte des Unternehmens Krupp beschäftigt. Und man könnte schon eine kleine Bibliothek füllen mit Büchern zur Geschichte des Unternehmens. Wenn man jetzt fragt, was ist so am allgemeinverständlichsten und was lohnt sich auch für ganz unbedarfte Geister, die sich also mit diesem Unternehmen vorher noch nie beschäftigt haben und die es vielleicht auch gar nicht so genau kennen und sagen, ich möchte dann mal doch etwas mehr darüber wissen. Da gibt es ein Buch, das man sehr empfehlen kann und das ist von Frank Stenglein. Ich habe hier diese Ausgabe auch nochmal mit einem Porträt von Alfred Krupp, ein Denkmal. Dem Unternehmer Alfred Krupp sind ja auch Denkmäler gesetzt worden. Und dieses Buch von Frank Stenglein, Krupp, Höhen und Tiefen eines Industrieunternehmens, ist in unterschiedlichen Auflagen erschienen und auch immer wieder etwas verändert worden und überarbeitet worden. Frank Stenglein ist ein Essen recht bekannter Journalist der Westfälischen Allgemeinen Zeitung und er versteht es eben auch in diesem Buch sehr gut lesbar und sehr schön erzählerisch, die Geschichte des Unternehmens Krupp wiederzugeben. Also Frank Stenglein, Krupp, Höhen und Tiefen eines Industrieunternehmens. Ich habe jetzt diese Ausgabe, wie schon gesagt, man muss halt gucken, es gibt da immer wieder Varianten bei diesem Buch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aktuell ist. Es wird also auf alle Fälle immer wieder auch mal neu aufgelegt. Ja, und dann gibt es 2 Bücher von dem sehr bekannten Unternehmenshistoriker Lothar Dall. Das wären dann 2 Bücher, die sich sehr intensiv mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Das ist einmal dieses hier von Lothar Dall, Krupp, Aufstieg eines Industrieunternehmens. Und es gibt dann einen 2. Band, wo Lothar Gall, der Herausgeber ist, mit Krupp im 20. Jahrhundert. Hier ist Lothar Gall, wie schon gesagt, der Herausgeber. Es sind hier an diesem Band sind mehrere Historiker beteiligt, die sich zu verschiedenen unterschiedlichen Aspekten des Unternehmens Krupp geäußert haben. Vor allen Dingen, wenn man etwas erfahren will über die Firma Krupp im Dritten Reich, über die Rolle des Unternehmens im Dritten Reich, findet man hier ganz interessante Artikel. Ja, und bei diesen beiden Büchern, wie schon gesagt, steht das Unternehmen im Mittelpunkt. Lothar Gall behandelt das Unternehmen Krupp wie einen Organismus, dessen Entwicklung er untersucht. Also die Familie Krupp spielt hier auch eine Rolle, insofern unternehmenspolitische, betriebswirtschaftliche Aspekte eine Berücksichtigung finden. Also man findet in diesen Büchern von Lothar Gall keine definierte Familiengeschichte, sondern es ist eben eine Unternehmensgeschichte.
Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein Buch von, ist auch ein Buch von Harold James. Harold James hat auch eine Unternehmensgeschichte geschrieben über Krupp, nämlich Deutsche Legende und globales Unternehmen. Das Interessante ist, Harold James ist ein amerikanischer Historiker und ich finde es immer ganz wichtig und interessant, wenn auch nicht deutsche Historiker mal über Aspekte der deutschen Geschichte schreiben, weil es ist eine andere Perspektive. Ne? Und ich finde es interessant, gerade dieses Buch zu lesen, weil es auch wiederum eine andere Perspektive bietet auf das Unternehmen als das Buch von Lothar Gall. Ne? Also auch dieses Buch kann ich durchaus empfehlen für eine Erstlektüre. Also wer sich jetzt noch nie mit dem Unternehmen Krupp beschäftigt hat, kann auch dieses Buch von Harold James lesen, ne? Ohne weiteres. Und wer sich eben vertiefend noch detaillierter mit einigen Fragen auseinandersetzen möchte, sollte dann in die Bücher von Lothar Gall schauen. Ne? Ja, das ist also zum Unternehmen Krupp. Zur Familie Krupp selber gibt es Einzelbiografien, aber es gibt keine in sich geschlossene Familiengeschichte. Zumindest keine aktuelle. Das ist eigentlich schade. Man muss sich da, wenn man über die Familienmitglieder etwas erfahren will, doch aus unterschiedlichen Quellen bedienen. Das ist nicht immer ganz so einfach, wenn man da etwas Genaueres herausbekommen möchte. Es gibt allerdings über den Sohn von Alfred Krupp eine, finde ich, sehr schöne Biografie. Das ist diese hier, Friedrich Alfred Krupp, ein Unternehmer im Kaiserreich. Und zwar ist das, würde ich sagen, eine neuere Biografie, ein neueres Werk zur Geschichte der Familie Krupp. Erschienen damals, muss ich mal noch mal schauen, in welchem Jahr es war. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr. Das muss 2008 gewesen sein, 2007, 2008, als dieses Buch dann erschienen ist. Und Friedrich Alfred Krupp war nicht irgendwer. Er war nämlich der reichste Mann Deutschlands. Ja, also sein Vater hat das Unternehmen aufgebaut, er hat es groß gemacht. Und Friedrich Alfred Krupp, ist dann nochmal vermögender geworden. Er hat dem Unternehmen dann nochmal einen besonderen Kick gegeben, in eine besondere Richtung auch. Ne? Und das wird hier also in diesem Buch beschrieben. Interessant an diesem Buch ist, dass es keine Biografie ist im üblichen Sinn, sondern es sind Artikel, unterschiedliche Artikel, die sich mit Aspekten des Lebens von Alfred Krupp beschäftigen. Unter anderem findet man hier in diesem Buch einen sehr guten Aufsatz über seine Frau Margarete Krupp. Margarete Krupp gehörte damals zu den drei reichsten Frauen der Welt. Ne? Und nach ihrem frühen Tod von ihrem Mann, Friedrich Alfred Krupp, ist sehr früh verstorben, war sie ja verantwortlich und repräsentierend, vor allen Dingen an der Spitze des Unternehmens. Und über Margarete Krupp findet man eben hier auch nochmal einen sehr interessanten Artikel, vor allen Dingen über die Ehe zwischen Friedrich Alfred Krupp und Margarete Krupp, finde ich, ist das ein sehr aufschlussreicher Artikel in diesem Buch. Ne? Ja, also da kann ich nur empfehlen, Friedrich Alfred Krupp, ein Unternehmer im Kaiserreich. Autoren sind Michael Ebkenhans und Ralf Stremmel, sind die Herausgeber dieses Buches. Ralf Stremmel ist heute der Chef des Historischen Archivs Krupp, also auch ein sehr versierter, fachkundiger Mensch zum Thema Unternehmen Krupp und auch Familie Krupp. Ne? Also das sind die Bücher, die man nochmal allgemein empfehlen kann. Es gibt eine Biografie über Alfred Krupp, über den Gründer des Unternehmens, die große Gründerpersönlichkeit im 19. Jahrhundert. Die stammt aber schon aus den 30er Jahren und leider bis heute gibt es keine neue Biografie. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich ein Historiker finden würde, der auch nochmal eine neue, eine moderne Biografie über Alfred Krupp schreiben würde. Wenn jetzt jedoch jemand nochmal ganz ausführlich etwas über das Leben von Alfred Krupp erfahren möchte, kann durchaus dieses Buch noch lesen. Das ist ein zweibändiges Werk von einem Historiker, der damals auch Leiter des Kruppschen Historischen Archivs war,
Dort, das ist sicherlich immer noch interessant, aber es ist natürlich auf dem normalen Buchmarkt nicht mehr zu bekommen. Man bekommt es nur noch antiquarisch, aber es ist durchaus antiquarisch noch zu kriegen. Ich habe es hier jetzt noch nicht mehr vorgestellt, weil es eben so nicht mehr zu bekommen ist. Ne? Ja, es gibt noch zwei Bildbände, die man auch im Vorspann sehen konnte, die ich empfehlenswert finde. Das ist einmal dieser Bildband. Bilder von Krupp, Fotografie und Geschichte im Industrie-Zeitalter. Das ist ein ganz hervorragendes Buch. Gibt es jetzt auch nicht mehr in einer Neuauflage. Es war so erfolgreich, dieses Buch, dass es auch in einer englischsprachigen Ausgabe erschienen ist, was ja nicht immer so selbstverständlich ist bei historischen Büchern, die hier in Deutschland erscheinen. Und hier findet man ganz tolle Fotografien aus dem Unternehmen, aber auch zur Familie Krupp. Ne? Muss mal eben schauen, habe ich mir da was reingelegt? Nein, hier in diesem Buch nicht. In diesem Buch nicht, aber in dem anderen. Dann gibt es noch einen, Band, diesen hier, Krupp-Fotografien aus zwei Jahrhunderten, auch sehr empfehlenswert. Und zwar gab es zum 200-jährigen Jubiläum von Krupp im Jahr 2011 eine große Fotoausstellung in der Villa Hügel. Und dies ist im Grunde der Ausstellungskatalog zu dieser Ausstellung. Dazu muss man sagen, dass im historischen Archiv Krupp, sich eine riesige Sammlung von Fotografien befindet. Und es ist eine der größten Sammlungen Europas überhaupt über Industriefotografie und Wirtschaftsfotografie. Und hier findet man eben auch sehr, sehr schöne Fotografien und die Geschichte auch zur Fotografie als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit bei der Firma Krupp. Ne? Denn die Firma Krupp war auch, und das geht auch auf Alfred Krupp zurück, eine der Firmen, die sich sehr früh schon ganz moderner Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit bedient haben. Und dazu gehört eben auch die Fotografie gerade ganz besonders. Können wir kurz einen Blick reinwerfen in dieses Buch. Ja, also ich finde es wirklich wunderbar. Also hier hat man zum Beispiel, kann man mal sehen, zwei Seiten. Man sieht hier auf der einen Seite die Bertha Krupp mit ihrem Ehemann Gustav von Bohlen und Halbach. Und auf der anderen Seite sieht man das Paar. Das ist der Sohn vom Alfred Krupp, Friedrich Alfred Krupp mit seiner Frau Margarete. Ne? Also es gibt hier wirklich sehr schöne Bilder. Ja, also das ist das, was ich euch anbieten kann an Literatur zu diesem Thema Villa Hügel, aber auch zur Unternehmensgeschichte Krupp. Vielleicht findet sich jemand, der sich ganz neu mit diesem Thema beschäftigen möchte. Ich höre immer von vielen interessierten Leuten, dass sie nach Literatur fragen, und das sind genau die Bücher, die ich dann praktisch den Leuten dann auch empfehle, wenn sie wissen wollen, wo kann ich denn mal was kompakt drüber nachlesen. Ja, ich habe noch ein Buch, das habe ich jetzt, ach so, noch zwei Bücher. Zwei Bücher. Hätte ich bald vergessen, lagen hier unterm Tisch. Wenn man jetzt noch etwas sehr Anschauliches sucht zum Thema Krupp, zur Familie Krupp eben auch, und wenn man so eine Innensicht so ein bisschen haben möchte vom Leben dieser Familie historisch, da gibt es zwei Bücher von Diana Maria Fritz. Und interessant ist, dass Diana Maria Fritz zur Familie Bohlen und Halbach gehört. Ihre Mutter war Waltraud von Bohlen und Halbach. Also die Bohlen und Halbach sind ja, das ist ja der Namenswechsel, der innerhalb der Familie dann stattgefunden hatte. Die Enkelin vom Alfred Krupp hat geheiratet und hat natürlich den Namen ihres Ehemannes dann angenommen. Und die Bertha Krupp Nummer 2, die war praktisch die letzte, die den Namen Krupp geführt hat. Und danach sprechen wir eigentlich von der Familie Bohlen und Halbach oder Krupp von Bohlen und Halbach. Und Diana Maria Fritz ist eben eine Autorin, die zu dieser Familie gehört. Und sie hat zwei sehr gut lesenswerte und gut lesbare Bücher geschrieben. Und zwar hier einmal über Margarete Krupp, das Leben meiner Urgroßmutter.
Und dann dieses hier, Bertha Krupp und ihre Kinder, das Leben meiner Großmutter. Ja? Es sind zwei sehr schöne und gut lesbare Bücher. Die Sichtweise von Frau Fritz ist natürlich immer so, dass sie das Ganze schön darstellen möchte. Ne? So will ich es mal ausdrücken. Und das ist aus ihrer Sicht auch durchaus richtig. Ne? Aus meiner Sicht wären hier auch ein paar kritische Anmerkungen nötig gewesen. Die fallen so ein bisschen unterm Tisch, finde ich. Ne? Aber trotzdem, wer etwas über die Familie Krupp wissen möchte, sollte diese beiden Bücher lesen, Margarete Krupp und Bertha Krupp und ihre Kinder. Ja, habe ich sonst noch was zu diesem Thema? Ja, ich habe noch eins. Ich habe noch ein Buch da. Und zwar die Villa Hügel beherbergt ja auch Europas ältestes Industriearchiv, Unternehmensarchiv, 1906 gegründet. Und über dieses Archiv hat der Leiter des Archivs, der Ralf Stremmel, Professor Ralf Stremmel, ein Buch auch geschrieben, das historische Archiv, Krupp, Entwicklung, Aufgaben und Bestände. Auch das ein sehr lesenswertes Buch. Also wer sich für das Archiv Krupp interessiert, findet hier ganz interessante Infos. Überhaupt auch interessant zu lesen, ne, kurzweilig zu lesen, finde ich. Ja, und nun kann ich euch auch die Frage beantworten, warum trägt die Villa Hügel auch so den Titel größtes Einfamilienhaus Deutschlands? Das hat einfach auch mit der Baugeschichte natürlich der Villa zu tun. Als Alfred Krupp im Jahr 1864 das Baugelände erworben hatte und er zum Bauordnungsamt ging, um sein Bauprojekt anzumelden, da wusste er noch gar nicht richtig genau, was dort entstehen wird. Also er konnte es nicht klar sagen. Und dann dachte ihm der zuständige Beamte, ja, also irgendwas muss hier stehen, ne? Also sonst geht das nicht. Und dann sagte Alfred Krupp zu ihm, ja, schreiben Sie mal rein, Einfamilienhaus mit Gartengelände. Ne? Und seitdem trägt eben die Villa Hügel auch so den Titel, das größte Einfamilienhaus Deutschlands. Ne? Ja, und wer noch mal sich im Internet auch informieren möchte über die Villa Hügel und über die Eigentümerin der Villa Hügel. Die Eigentümerin der Villa Hügel, das ist die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Und sowohl über die Stiftung wie auch über die Villa Hügel gibt es Webseiten. Und dort findet ihr also auch noch ganz viele Informationen zu diesem Thema. Ja, damit wäre ich jetzt am Ende dieser Lesezeit. Ich bedanke mich für das Interesse und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt das Video bis zum Schluss angeguckt. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ne? Also ich sage mal Tschüss, bis bald. Ne? Lasst es euch gut gehen. Tschüss.